Ich war heute in der Weißen Siedlung in Neukölln. Die ist direkt neben der Heideck-Siedlung. So, und in dieser Siedlung, da leben Jugendliche meistens mit zu sechs in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, in Wohnungen, die schimmeln, wo sie alte Menschen, die gehbehindert sind, tragen die Jugendlichen mit ihren Händen in den 15. Stock, weil wenn der Aufzug kaputt ist oben, da wird wochenlang nichts repariert und diese Jugendlichen leben auf in dem sicheren Gefühl, sie kommen nie aus diesem Kiez raus, weil sie keine Chance sehen, eine Wohnung zu finden, die sie sich leisten können, weil sie keine Chance sehen auf Aufstieg. Die Friedrichstraße hat als Geschäftsstraße schon seit den 90er Jahren Probleme und nicht seit dem Verkehrsversuch. Die ist eben kein zweiter Kudamm. Die hat ein Konzept, das zum Teil schwierig ist. Und die große Chance für die Friedrichstraße ist, dass wir das als Teil der historischen Mitte, ausdrücklich nur als ein Teil der historischen Mitte, zu einem fußgängerfreundlichen Raum mit einer hohen Aufenthaltsqualität machen, einem modernen Stadtraum. Und dafür ist das natürlich nicht der Endzustand. Aber dadurch, dass wir jetzt überhaupt erstmal die Rechtsgrundlage geschaffen haben, können wir anfangen zu gestalten. Vorher war doch alles nur Provisorium, war doch alles nur Verkehrsversuch. Jetzt können wir gestalten. Jetzt kann ein Gestaltungswettbewerb beginnen, wie es immer gewünscht war. Aber das ist doch auch ein Provisorium, oder müssen wir damit rechnen, dass das jetzt lange so bleibt? Das ist natürlich ein Provisorium, das habe ich doch gesagt. Jetzt können wir doch überhaupt erst beginnen, weil jetzt haben wir die Rechtsgrundlage. Jetzt kann man gestalten, nicht im Januar, aber sobald es warm wird. Es gibt 60.000 Wohnungen, die jetzt schon genehmigt sind, die noch gebaut werden müssen. Es gibt 80.000 weitere Wohnungen Potenzial, tatsächlich durch Nachverdichtung im Bestand, durch Überbauen, durch Dachgeschosse, durch Höherbauen, durch Lückenschlüsse. Und der Vorteil daran ist, die meisten dieser vierköpfigen Familien, die eine Wohnung suchen, die suchen sie in ihrem Kiez, wo ihre Kita ist, ihre Schule ist, ihre Freunde, Nachbarn, Lieblingskneipe sind. Und deswegen ist die Verdichtung, Nachverdichtung im Bestand auch das, was die meisten Menschen freuen würden. Dann finden sie nämlich eine Wohnung in der Nähe von ihrer alten. Es gibt im Moment sehr viele Dinge, die Menschen umtreiben, unzufrieden machen. Es gibt auch Veränderungen, die vielen eher Sorgen machen. Ich möchte aber, dass wir es schaffen, eine Stadt gemeinsam zu bauen, in der es eine gute Zukunft gibt. Und eine gute Zukunft im Klimawandel bedeutet eine Stadt, in der es mehr Grün braucht, in der wir es schaffen, dass die Luft sauber wird und es ruhige Flecken mit guter Luft und ohne Lärm überall gibt, wo man sich erholen kann. Wir müssen die Wohnungsnot in den Griff bekommen. Und ja, ich bin auch bereit dabei, einen Volksentscheid ernst zu nehmen, dem 60% der Berlinerinnen zugestimmt haben. Und wir müssen die Veränderungen mit den Menschen angehen, mit der Verwaltung, mit der Zivilgesellschaft angehen, die in dieser Stadt angepackt werden müssen. Dazu braucht es eine neue Kraft im Roten Rathaus, die auch bereit ist zu steuern, die nicht auf Schlagzeilen schaut, sondern Prozesse angeht. Ich bitte dafür um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimmen. Dankeschön.